Hi zusammen, herzlich willkommen zur ersten Review in diesem Jahr. Und wir sprechen über Sonnenschutz. Und ich muss so schmunzeln, wenn ich genau über das Produkt hier spreche, weil das hat jetzt so lange gedauert, um irgendwie eine Meinung zum Produkt zu haben, was bei mir auf meiner Haut halt nicht gut funktioniert. Liegt aber an mir. Ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Und ihr kennt mich, wenn ihr mir schon ein bisschen folgt, wisst ihr, und ich sag's in dem Video auch. Cremes, Sonnencremes sind so individuell anzusehen. Es reicht nicht, stur zu sagen, ich habe Hauttyp XYZ, sondern das sind auch nochmal so Feinheiten wie Hormone, pH-Wert. Ich habe das nämlich bei der extrem gemerkt, dass die so ein bisschen besser funktioniert, je nachdem in welchem Zyklusbereich ich bin. Denn es ist bei uns Frauen eben auch nochmal relevant. Wo im Zyklus befinden wir uns? Haben wir Stress? Ihr kennt das selber und ich hab mich jetzt mal ganz bewusst mit meinem fettigen Pony hier hingesetzt, weil das war stellenweise wirklich grauenhaft, weil ich wollte das bewusst ausprobieren und habe bewusst, ja, natürlich auch die Haare drüber gehabt, besonders wenn ich eine Mütze im Sommer auftrage. Ja, tragt bitte Mützen, schützt euch vor der Sonne noch extra, ne? Also es ist wirklich, werde nicht erst so alt wie ich und fang dann mit Sonnenschutz an, sondern je früher, desto besser und das ist wirklich wichtig. Und Leute, ich bin auch nachlässig mit Sonnenschutz an den Armen und am Hals. Ich vergesse das da so oft. Da ist es in meiner Routine drin, aber da und an den Armen, ich komme aus der Dusche raus und ziehe mich an und vergessen. Und dann irgendwann draußen denke ich mir dann, shit. Also passiert mir auch, ne? Also ich bin da auch keine Heilige. Zurück zum Produkt. Ich hatte damals schon die Shenya gesehen, die das Produkt nicht alleine reviewed hat. Die hatte, glaube ich, mehrere Sonnenschutzprodukte in einem Video. Und da hat sie schon gesagt, die ist fettig. Und als ich die ersten zwei Male aufgetragen habe, dachte ich mir, was hat sie denn? Das ist doch überhaupt nicht fettig. Und jetzt kommt's nämlich, weil das liest man nämlich auch in den Kommentaren zum Produkt. Je nachdem, was für ein Hauttyp du bist. Ich habe eine fettige Mischhaut, bin 45. Da steckt schon das Wort fettig drin. Es haben eh die allermeisten eine Mischhaut, aber ob die in Richtung fettig geht oder nicht, ist nochmal so eine andere Sache. Ich habe noch nie so ein Produkt erlebt, deswegen wusste ich lange nicht, so was sage ich jetzt zu dem Produkt. Du trägst es auf und dann denkst du so, oh, das zieht eigentlich echt gut ein. Und das, obwohl das ein Lichtschutzfaktor 50 hat, ist es irgendwie matt. Du hast irgendwie das Gefühl, das zieht alles, ja, ist ja super. Und da dachte ich mir so, hä, wieso hat Shenya gesagt, dass dieses Produkt fettig ist? Und dann kam es nämlich. Die schmilzt ein bisschen auf der Haut, was natürlich für Menschen mit fettige Haut wie mich sehr kontraproduktiv ist. Du willst im Sommer nicht aussehen wie eine Speckschwarte. Das willst du nicht. Und besonders, wenn du eine fettige Haut hast und ich sag's immer wieder, du machst dir so ungern nach der Reinigung die Haut wieder fettig. Im ersten Moment ist sie das nicht. Du denkst auch so, ah, sie klebt auch so ein bisschen, okay. Aber das hat sich dann sehr schnell gegessen. Je schneller die auf deiner Haut schmilzt, wenn es warm ist. Und du wirst richtig speckig. Du wirst wirklich speckig. Und ich hatte auch so das Gefühl, durch das Schmilzen auf der Haut bildet sich so eine leichte Glocke und dann kommt dein eigener Hautschweiß auch noch dazu.
Ich habe ein Video aufgenommen. Ich drehe das noch aus der Pause heraus. Ich habe ein Video aufgenommen. Ich gucke mir das so einen Schnitt an und denke mir, meine Fresse, siehst du speckig aus. Ich habe das noch nie erlebt. Das ist, wenn du das aufträgst, Warnung, wenn du das aufträgst, ist das, wie als würdest du dir Öl aufs Gesicht geben. Mögen ja viele. Ich habe das zum Teil ja auch gemacht. Kommt eben aufs Öl drauf an. Also Olivenöl würde mir jetzt nicht ins Gesicht schmieren, aber das ist haargenau das Gefühl, wenn ich mir Öl aufs Gesicht schmiere und so dann rumlaufe. Also zuerst ist es ja so ein bisschen matt. Fällt da auch nicht drauf rein. Die ist nicht matt. Das schmilzt tatsächlich. Und klar, Cremes, auch wenn sie Fluids heißen, ich nenne sie trotzdem Cremes, die eben einen hohen Lichtschutzfaktor haben. Du kannst auch mit, wenn du UVA den Wert haben möchtest, durch 3 rechnen. Aber wenn sie eben, je nachdem, welche Filter da drin sind, auch einen etwas höheren UVA-Schutz haben, kannst du davon sicher sein, dass das fettig werden wird. Das liegt eben auch an den Filtern, ne? Und ich finde es ja schon mal gut, dass das keine 30 Milliliter sind, sondern 50 Milliliter, weil das ist auch so eine Sache, habe ich ja schon an Visern bemängelt. Ich kann euch übrigens den Ordner mal unters i packen. Da findet ihr lauter Sonnenschutzprodukte, die ich so in der letzten Zeit vorgestellt habe. Auch ein paar ältere, die es jetzt nicht mehr gibt, hoffentlich, aber das meiste gibt es noch. Und ich muss aber zu dem Thema hier sagen, weil Rossmann da ja schon so ein bisschen reingeschissen hat, wenn man eben auch die Schenja verfolgt, dann weiß man das eben, dass die sich irgendwie so Formulierungen eingekauft haben, die eben abrollen. Das rollt nicht ab. Das kann gar nicht abrollen, das wird so fettig auf der Haut. Und ich kann mir einfach vorstellen, wenn du jemand bist mit trockener Haut, ist das dein Produkt. Ja, also, du musst nicht ganz trockene Haut haben. Denk daran, was ich am Anfang gesagt habe. Manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten, warum eine Creme bei dir funktionieren kann oder nicht funktionieren. Und ich finde es vom Preis her, ich weiß den jetzt nicht auswendig, werde ich einblenden, ist es ein Versuch wert. Versuch ist immer cool, ne? Also, wenn du immer noch nicht das Sonnenschutzprodukt hast, was du haben möchtest, guckst du dir das mal an, weil DM hat jeder vor Ort. Das muss man nicht bestellen und das finde ich natürlich immer gut. Und diese 30 Milliliter Geschichte, die ja schon Wiesern uns vorgemacht hat für einen zweistelligen, niedrigen Bereich, trotzdem, du musst ja dementsprechend viel auftragen. Und wenn du davon halt dein prädestiniertes Gramm aufträgst, dann glänze ich zumindest nach kurzer Zeit. Ich will das nicht allgemein sagen, weil eben das vom Hauttyp so dermaßen abhängt. Also bist du damit zurechtgekommen? Wie ist dein Hauttyp? Vielleicht schreibst du auch noch ungefähr, wie alt du bist, weil wir zehren von deinen Erfahrungen. Ich habe mir auch so ein paar Erfahrungen aus der Community angehört. Den einen oder anderen, dem gefällt das Produkt, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mich verwirrt's, ne? Also es ist nicht so ein generelles, das funktioniert bei mir nicht, sondern das ist halt mega fettig. Und ich bin immer baff, wie fettig das ist und versuche das dann immer so ein bisschen mit, das könnt ihr vielleicht auch ausprobieren, mit Puder so ein bisschen zu fixieren, wenn man das auftragen möchte. Und wenn man Puder vertraut, das ist ja immer auch noch so eine Sache, wenn du irgendwie eine unreine Haut hast, mach dir nicht zu viel auf die Haut drauf. Aber ja, es ist ein guter Versuch, aber wieder einmal etwas aus der Reihe, was nicht so wirklich gut funktioniert, was ich echt schade finde. Warum berücksichtigt man nicht alle Hauttypen? Denn jemand mit einer, ja, mit einer nicht so fettigen Haut, mit einer neutralen, sage ich jetzt mal, der könnte ja eventuell drunter noch eine Tagescreme tragen. Ich kann nichts wegmachen. Meine Haut hat damit Probleme. Demnach habe ich auch mit diesem Produkt Probleme. Also da würde ich mir einfach noch so ein bisschen Flexibilität,
In der allgemeinen Drogerie wünschen, das gibt's halt einfach nicht, dass man so ein bisschen mehr auf die Hauttypen auch eingeht. Da bringt man ein Sonnenschutzprodukt raus, was für alle funktionieren sollte nach Möglichkeit, aber das war's dann. Und ich halte mich nicht, wenn solche Produkte herauskommen, ich halte mich nicht an so allgemeinen Aussagen fest, sondern ich probiere es einfach. Und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht auf meiner Haut. Ich sage, probiert's aus. Ich werde es, glaubt, den Rest entweder meine Füße damit eincremen, die sind relativ trocken meist von der Duscherei und so. Aber an die Arme möchte ich mir das nicht schmieren, weil wenn sich das auf meinen Armen so wenn sich das auf meinen Armen so verhält wie im Gesicht, dann mag ich das noch weniger als im Gesicht. Nachkaufen? Nein. Was hältst du davon? Soll die Drogerie mal auf die diversen Hauttypen so ein bisschen eingehen? Das wär's doch absolut, oder? Nee, einen Sonnenschutz für fettige Haut, für empfindliche Haut, für eher zu Trockenheit neigende Haut. Wenn da mal wirklich ein Hersteller hergehen würde und nicht irgendwie so ein Marketing-Scheiß mit fast der gleichen Formulierung rausbringt, bloß dass man ein bisschen den Inhaltsstoff, der eh schon am Produkt vorbeigelaufen ist, dass man mit dem noch ein bisschen Werbung machen kann. Nee, geht mal auf die Hauttypen ein. Ihr müsst da nichts extra in den Sonnenschutz reinpacken. Das machen wir Skincare-Leute schon selber, oder? In diesem Sinne melde ich mich ab. Sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.